Plan erklärt, dann wurden die Gruppen eingeteilt. Und das brauchen wir einfach. Diese Struktur hat gefehlt dieses Mal. Ganz wichtig. Ja. Nächstes Mal machen wir einen Plan. Dass man zusammen, dass jeder mitkriegt, was ist, weil wir waren wirklich, es hieß nur, holt Geiseln, dann wie der Funk natürlich, Katastrophe. Und letztes Mal war es eben so, da waren wir alle zusammen, dann wurde genau besprochen, die Gruppen die Gruppen das, und heute war einfach Chaos von Anfang an. Naja, eigentlich hat es auch ganz gut funktioniert. Also ich gebe dir recht, heute war eigentlich auch der Plan, aber dann ist Mahmut abgestürzt, die Boote kamen nicht. Dann waren die BFs auf einmal noch hier. Du hast definitiv recht, in der Organisation war es letztes Mal besser. Nein, ich meinte, bevor es losging. Ich meinte, ich weiß. Dieses Plan-Ding ist auch richtig, richtig schlimm bei uns. Und Olaf, du musst dir auch wirklich angewöhnen, nicht jedes Risiko immer alles durchzugehen. Weil wenn man alles durchgeht, dann entsteht sowas wie vorhin. Und es entsteht nur Stress, weißt du? Zum Beispiel vorhin, wir haben die abgeknallt, du wolltest in 0,2 Sekunden wegfahren. Wir hatten so viel Zeit, da wegzufahren, da brauchst du dir nicht so einen riesen Stress zu machen. Bruder, ich bin derjenige, der für euch alle am Ende verantwortlich ist bei so einer Aktion. Wenn einer von euch liegt, dann bin ich derjenige, der sich dafür gefühlt rechtfertigen muss. Du verstehst, wie ich das meine. Und Bruder, vielleicht ist es in deinem Kopf anders. Wenn ich da 15 Geiseln abknall und die Polizei hat von uns eine Benachrichtigung bekommen und könnte jede Sekunde eintrudeln, dann zählt auch jede Sekunde. Was glaubst du, wäre passiert, wenn wir da rausgelaufen wären und in dem Moment wären die Bullen gekommen? Dann wären die uns hinterhergefahren. Erstmal kommt immer nur die erste Streife alleine. Die kommen nie zusammen. Die erste Streife kommt immer alleine und vier Leute, wir waren da so viele, die da abzuknallen, das wäre, glaube ich, in 2 Sekunden gewesen. Also das ist kein Problem. Ja, das stimmt schon. Aber vielleicht, ich verstehe, was du meinst, ich werde mir das zu Herzen nehmen, aber du weißt auch, du weißt auch, warum ich dann ein bisschen Arschwasser habe. Ja, ich weiß. Und Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, nachdem du heute die Geisel erschossen hast und auf deinem Handy YouTube-Videos geguckt hast, kannst du dich so Sorgen erschrecken. Junge, die Geisel habe ich nicht mal erschossen. Das war ein Startproblem, wo, by the way, auch keiner gekommen ist, obwohl ich in den Wolken was geschrieben habe. Niemand gekommen. Und dieses YouTube-Video habe ich mir angeguckt, weil ich sage, versteckt euch in den Büschen, ich sehe alle Leute rumlaufen. Ich sag's wieder. Keiner macht es. Dann hatte ich keinen Bock mehr. Der Einzige, der es gemacht hat, war Uwe. Dann hau deinen fetten Schwanz auf den Tisch, Digga. Und mach Ansagen. Du bist einer der First Aid. Dann gib den Wichsern eine Ansage, wenn die nicht das machen, was du willst. Hab ich doch. Ich sag doch, mach doch. Ja, dann musst du doch lauter werden. Und nicht auf deinem scheiß Handy YouTube-Videos gucken. Ja, willst du mich verarschen oder was? Ja, in dem Moment brauchst du kurz Pause. Es ging nicht mehr. Brauch gleich kurz eine Pause. Jo. Schaffst das. Sag es ruhig. Was? Ich höre, in deiner Dreiviertelhose kann man nicht nur ernst nehmen, Alter. Ich sag, der sieht aus wie ein Informant. Achso, hast du irgendein Scheißproblem? Nein. Hast du irgendein Scheißproblem? Habt ihr beide irgendein Scheißproblem, ihr Wichser? Ja, aber ist ehrlich so. Wer stimmt mir zu? Digga, ich scheiß auf deine Meinung, wer Digga. Wer stimmt mir zu, Digga? Wer das aussieht wie ein Informant? So, Bruder, das mag. Bruder, ich sag, ey, du siehst einmal aus, wie wenn man Touristenzentrum gerade reinkommt, Alter. Das muss ich einfach nur sagen, Digga. Ja, ich glaube, das ist auch generell gerade nicht wichtig, oder? Ob das ist eigentlich egal. Ja, es tut mir leid, ihr seid alle seriös, ihr Wichser. Digga, einer von den kleinen Hurensohn, die hier gerade am Labern sind, haben während eines Raubes ein scheiß YouTube-Video geguckt. Kannst du mir mal einen Schwanz blasen? Die sind doch eh nicht gekommen, du scheiß Wichser. Das ist ja 100 Jahre gedauert, du Schwanz. Und wenn ich die ganze Zeit ein YouTube-Video geguckt hätte, was willst du mir eigentlich erzählen? Du bist alle 2 Sekunden kurz pissen. Du bist öfter am Pissen als keine Ahnung was, du Wichser. Check deine Blase. Ey, warte, Sosa, lass mich dir was geben, damit du runterkommst. Kann ich nur kurz sagen, wenn du gleich mit Uwe redest, ich wollte eigentlich, glaube ich, im Endeffekt genau die gleichen Sachen reden. Ich wollte die paar Tage schon mit dir ein paar Sachen besprechen und deine Meinung wissen. Ruf mich wieder an. Ich geh mal dran. Also ich will mich nur dazu getan. Digga, du bist in einer verfickten Besprechung. Willst du mich verarschen oder was? Ja, aber da ruf ich die ganze Zeit an. Dann leg dein scheiß Handy auf Stumm. Du kannst dein Handy auf Stumm stellen. Wie? Einstellungen. Moin. Einstellungen, Lautstärken und dann leiser machen halt. Muss nicht null sein, aber leiser. Endlich. So. Marek war gerade am Reden, ne? Ja, ich hab's mal verfolgt. Ja, wie gesagt, ich wollte nur im Endeffekt mich dazu gesellen bezüglich, wenn du mit Uwe redest, weil ich denke, er und ich hatten nahezu dieselben Vorstellungen und ich wollte auch vor ein paar Tagen schon mit dir darüber reden.
Braucht ihr da lange für? Nein, nicht wirklich. Ja, dann hau raus, sag. Uwe, fang einfach an. Denk mal, ich weiß, worauf du hinaus willst. Also, Voice und ich haben generell was anzukündigen. Das wollte ich auch gerade sagen. Ja, Voice. Oh, Swaby. Ich wollte euch was sagen. Ja, sag doch, Digga. Ich wollte euch was beichten. Ich und Uwe sind liiert. Was? Das ist doch alles in Ordnung. Was seid ihr? Wir wollen keine Geheimnisse für euch haben. Ich hoffe, ihr hebt uns trotzdem noch. Ist doch scheißegal, Mann. Meine Güte. Was seid ihr? Du bist ein Puppenrat, ja? Ist das besser für euch? Was ist also, das? Was sind die? Wer hat hier gerade gelacht, Digga? Hä, aber was sind die? Ich hab's nicht gehört. Ich hab's auch nicht ganz verstanden. Junge, ich hab nicht gelacht. Ich hab nur gefragt, was? Nein, du hast nicht gelacht, sondern die kleine... Was heißt Liat Cousin? Alliiert? Die haben sich gern. Die lieben sich. Dann gebt euch einen Kuss. Ja, wir sind alle meine Neugis. Wir haben uns alle lieb. Kuss. Ihr sollt euch ein bisschen festhalten. Das war schön. Ja, Glückwunsch. Glückwunsch. Danke, danke. Ja, jetzt wollen wir mal wieder zu den seriösen Themen kommen. So, ihr könnt euch wieder regen. Und ich dachte, Wolf könnte es mit seinem Vater zusammen. Warte, ich dachte, wir machen weiter. Komm her. Das ist nicht schwierig. Hört auf jetzt. Bitte, Wichser. Ey, Jungs, bitte. Ja, dann stellt euch wieder zurück in die... Stellt euch wieder zurück. Der war pissig. Uwe, war das jetzt ernsthaft das, was du sagen wolltest? Ich dachte, du meinst das andere. Ne, ich, jetzt zu den ersten Themen, weil wir die Stimmung ein bisschen locker wollten. Auf jeden Fall, Er sagt ja sich zusammen. Doch, wir sind zusammen. Aber das, jetzt also, andere okay, Sache. Mach mal keine Witze. Lass das mal bitte, ey Jungs, ehrlich. Das ist die geilste Familie überhaupt. Wir haben die meisten Freiheiten überhaupt, aber ihr wisst gar nicht, wie stressig es ist für unsere Führer, Anführer. Ich werde auch in Zukunft bei so einer Besprechung, wenn irgendjemand scheiße labert, den einfach erschießen, habe ich mir gerade vorgenommen. Ich werde ihn einfach erschießen, ist mir scheißegal. Ich werde euch einfach in Zukunft, wenn ihr mir auf den Sack geht, eine Kugel in den Kopf jagen. Ich habe langsam keinen Bock mehr. Ich werde euch einfach alle abknallen und mit dem Wichser hier vor mir fange ich an. Dieses freche Stück Scheiße. Danach komme ich zum Video guckenden Bastard. Oh, einmal deine Fresse kurz im Kopf, Alter. Kurz. Ich habe ihm schon vorgeschlagen, Bruder, ein Arzt oder so. Auf jeden Fall, Jungs, guck mal, wir können ja so lustig sein, wie wir wollen, ne? Aber wir müssen wenigstens in ernsten Situationen ein bisschen seriös sein, weil wir kommen echt drüber wie die größte Idiotentruppe, ne? Und das sollten wir, glaube ich, nicht. Ich habe da nämlich ein paar Dinge, die ein bisschen Struktur einbringen würden und ein paar Dinge, die uns alle belasten, ja? Ich spreche halt für viele von uns. Ihr könnt unsere Meinung eventuell teilen oder auch kritisieren, ne? Wir sind offen für alles. Das wird auch nicht lange dauern, ein, zwei Minuten. Deswegen würde ich gerne direkt anfangen, ne? Und nicht eure Zeit berauben. So, erste Sache ist, jede Familie hat das Wichtigste, eine Besprechung. Einmal in der Woche, sodass man sich austauschen kann, die Probleme ansprechen kann und Anliegen dementsprechend. Oh, nee. Sowas haben wir, glaube ich, gar nicht. Und... Ja, sowas wollte ich halt ansprechen, dass wir das eventuell mal wöchentlich einmal machen können. Ne? Das würde der Familie, glaube ich, gut tun. Zweite Sache, ich push das Ding jetzt ganz schnell durch. Ne? Zweite Sache ist halt eine gewisse Kleiderordnung bei gewissen Anliegen. Heißt, wenn wir Raubüberfälle machen oder generell Geiselnahmen oder Fraktions- und Gangfights haben, ne? Dass wir uns einheitlich kleiden und nicht, dass die Leute rausgefokust werden. Zum Beispiel ein Olaf. Wollen die ganz schnell rausfokussen oder ein Cousin, ne, weil die ein bisschen auffälliger sind. Oder auch natürlich ein Soße, ja, der aussieht wie eine laufende Zahnbürste. Den kannst du einfach nicht übersehen, so, ne? Mit dem selben Grabschuss, oder Wichser. Da sind die Leute, nein, das ist jetzt böse gemeint. Oder hier, Mahmoud, der für seinen guten Ruf bekannt ist, ne, die Leute fokussen diese Leute direkt draußen und da sind auch diejenigen, die als erstes liegen. Und wenn wir da einheitlich gekleidet sind, ne? Zumindest bei solchen Anlässen. Ja, fahr dich runter, Digga. Also, ich verstehe, was du meinst. Mit dem Platz hatten wir es damals auch schon. Deine Mission wird sein, Uwe, du suchst ein Outfit raus, ein einheitliches Outfit mit den Nummern vom Kleideretikett. Werde ich machen. Dann nächste Aber, Sache. Ja. Okay. Wie gesagt, ich brauche schnell durch. Warte. Zwei Isco, Punkte was noch. Was wolltest du sagen? Nein, ich wollte nur Uwe Lecht geben. Also ich wollte sagen, so. wenn diese ganzen Läubern so stattfinden, weil bei uns jeder kennt Mahmoud, ja, wenn so Schießereien oder so sind. Und als es früher noch Sniper gab, da wissen wir auch, wo wir mal zum Beispiel bei Kali waren, da
Da hat, glaube ich, irgendeiner gesagt, ich glaube zu Mahmud oder so danach, ey, ich hatte meinen Fadenkreuz die ganze Zeit auf deinem Kopf, weil die wissen, ja, wenn es dazu kommt, Mahmud ist der Erste, der laus muss, so, den die ausschalten müssen. Und ja, wenn wir alle gleich gekleidet sind, so bei einer Schießerei oder Geiselnahme oder irgendwas, dann können die uns halt nicht zuordnen und dann werden wir halt nicht einzeln gefokust. So. Deswegen, ich gebe da Uwe Licht. Das ist schon richtig, das ist schon wichtig. Nächste Thematik, jetzt Fahrzeugstruktur, ne? Wir haben jetzt das große Problem, Olaf, wenn du und Marcel nicht da sind. Ich weiß, ich kümmere mich drum. Ich und weiß, worauf du dich aussetzt. Also ich bitte hier wirklich jeden Einzelnen darum, Leute, bitte, das kann jeder von euch, ne? Wenn ihr ein Auto kaputt fahren solltet, ruft den ADAC, ja, und wartet einfach, bis er euer Auto repariert hat. Nein, niemals. Digga, Leute, ich sag dir so, wie es ist, dieser ADAC, ich werde niemals cool mit dem sein. Das ist für uns alle sehr krasse Kopfschmerzen, ja, sind sehr krasse Kopfschmerzen, aber wir müssen da durch, man, sonst haben wir Fahrzeugprobleme. Ich kümmere mich darum, in naher Zukunft, dass alle die Fahrzeuge reparken können. Da bin ich ganz bei dir, snervt. Dann, dass wir auch hier zum Beispiel immer Fahrzeuge bereitstellen, wie links zum Beispiel bei der Ausfahrt, ne, dass falls jemand entführt wird, ja, zum Beispiel Burger steht jetzt anscheinend im Visier, dass wenn er jetzt entführt wird, dass wir direkt einsatzbereit sind und die Autos steigen können, ne, dass wir die richtig besetzen und perfekt besetzen, weil wenn wir wenn wir die Autos jetzt zu viert besetzen, es gehen immer zwei drauf, weil die falsch aussteigen. Ja, das hat sich doch mit dem Punkt davor erledigt, Cousin, das könnt ihr ja sagen. Ja, einmal das halt, ne? Das Fahrzeugstruktur, das gehört halt generell dazu. Herangehensweise und Planung, ne? Unsere Präsenz, dass wir, wenn wir jetzt zum Beispiel zu seriösen Talks eingeladen werden, ne? Hier wie zum Beispiel von Artisch und so, dass wir uns vernünftig hinstellen und nicht Tic-Tac-Toe miteinander spielen, sodass die OGs in der Reihe stehen, dass du und Marcel an vorderster Reihe stehen, dass wir da eine klare Struktur aufbauen und einfach mal seriös nach außen wirken. Weil die meisten nehmen uns gar nicht mehr ernst, so, ne? Die meisten, keine Ahnung, also disrespect uns immer und immer wieder. Das fällt ja immer auf, ne? Und das haben wir auch gerade angesprochen mit festen Callern. Das war feste Caller bestimmt. Danke dir, Paranoid. Und dass diese festen Caller auch selber noch mal eine Kleidung bekommen, sodass einige Leute wissen, wen die hinterherlaufen sollen, weil die meisten hier sind maximal lost und wissen nicht, wohin. Wenn die Leute sagen, ey, push da und dahin, dann wissen die nicht, wohin. Aber wenn der Caller jetzt zum Beispiel ein Merkmal hat, was nicht von Weitem auffällt, aber wir auf jeden Fall wissen, dann sollte das zumindest laufen. Ja, kümmere dich um die Kleidung für solche... Uwe. Bruder, du hast schon mehr Sachen beschlossen als... Ja, diese Passionsgeschichte ist anstrengend. Es tut mir leid. Aber das ist wichtig. Ah, letzte Sache. Aber es ist wichtig, was weiter geht's. Das ist wichtig. Die sind einfach Kali geworden, Cousin. Ja, ihr könnt mich eiskalt Uwe Stapel. Auf jeden Fall, letzte Sache. Bitte lernt die Himmelsrichtungen. Ihr seht ja auf eurer kleinen Karte immer auf eurem Handy, ne? Norden. Orientiert euch daran. Norden, Süden, Osten und Westen. Wenn wir zum Beispiel callen, ey, push nach Westen den Berg hoch, ne? Dann wisst ihr auch direkt, in welche Richtung ihr pushen müsst. Weil wenn wir sagen, ey, push nach rechts den Berg hoch, dann wisst ihr nicht, weil wir sind ja alle verteilt. Wir laufen dann alle in eine andere Richtung verteilt und dann sind wir komplett los und kassieren dann dementsprechend. Sodass wir auf jeden Fall die Himmelsrichtung uns daran orientieren, ja? Mehr habe ich nicht zu sagen, danke fürs Zuhören und sorry dafür. Nie ohne Seife waschen, ja. Wurde mir genauso beigebracht. Hast du wie damals auch schon den Spruch vor 40 Jahren? Was? Hast du es irgendwie eilig oder was los? Wieso? Ich wollte jetzt auflösen. Er hat alles gesagt. Oh, okay, gut. Nein, ich wollte noch eigentlich ein, zwei Sachen noch dazu sagen, aber... Dir für ein Feedback geben? Ja, also ich würd ganz gerne auch vielleicht noch was ansprechen. Generell die Kommunikation untereinander. Gerade auch gestern, wir hatten ein Gespräch mit vielen Fraktionen etc. Die Informationen, die wirklich wichtig sind, dringen zu den untersten generell, zu den nicht allen durch einfach. Und das ist halt, glaube ich, ein Riesenproblem und es bedarf einfach einiger Kommunikation der oberen zu den unteren. Es ist einfach so. Ich krieg sowieso immer meistens nur die Weißt du, woran das liegt? Ja, weißt du, woran das liegt? 20 an einem Problem, woran wir arbeiten müssen, weil das wird sich noch ändern, 20. Aber es liegt darin, dass kann ich hier jetzt nicht erwähnen, aber es gibt ein Problem. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Aber zum Beispiel waren wir gestern bei Artig und ich habe ein bisschen was gesagt, habe ein, zwei Sätze gedroppt und dann hat Mahmud zu mir gesagt, ey, hier,
sei mal jetzt ruhig, nur Sosa und Mahmud reden, ist gar kein Problem. Aber die Informationen, die letztendlich gesprochen werden in so einer Tafelrunde oder hier bei uns. Nein, weißt du, was das Problem ist? Ich sag dir, was das Problem ist. Das Problem ist, zum Beispiel gestern sagst du, du gibst Rick Anweisungen. Das ist mein Problem. Du hast zu Rick gesagt, Rick, du bleibst jetzt hier, du wartest jetzt, bis die Gäste kommen und dann machst du die Tür auf. Das ist zum Beispiel ein Problem. Das Problem ist, dass ihr diese scheiß Rangordnung nicht habt. Auch ein Rick und ein Cousin. Die werden von euch respektiert, weil die über euch stehen. Das ist ganz einfach. Hier, das wusste ich von Anfang an. Und ich will nicht, dass irgendwer denen irgendwelche Anweisungen gibt. Und dann sind wir da und ganz klar, Sosa steht vorne mit mir vorne und Isco vorne. Und dann redest du die ganze Zeit dazwischen und dann sagen die einfach, wer ist das überhaupt, der die ganze Zeit redet? Hat er nicht ganz unrecht. Du hast uns nicht mal gefragt, ey, darf ich reden? Bürger kam zu mir, ey, Mahmud, darf ich bitte was sagen? Voice-Rack kam zu mir, Mahmud, darf ich bitte eine Sache loswerden? Aber du hast einfach geredet, das war mein Problem, warum ich sage, sei erstmal ruhig, frag uns davor, weil wir stehen doch nicht umsonst vorne. Was ist das? Oh, jetzt stell dir mal vor, Bitcoin steht vorne und irgendeiner aus der Reihe redet einfach, oder jeder wird sich denken, was ist das? Verstehst du, was ich meine? Danke dir, Paradies, wenn du mich für deine vorher fragst, dann sage ich dir gerne, aber das war mein Problem, weil wir ja nicht umsonst vorne stehen. Das war das Problem. Er hat echt Biere hier gelassen. Punkt. Ist auch gar kein Problem. Ich fühle den Punkt wirklich, aber zu dem Thema mit Rick gestern, ich habe gefragt, wer steht gerade oben? Rick antwortet, ja, ich bin oben am Tor. Und dann frage ich ihn im Funk, jo, kannst du oben kurz die Jungs reinlassen? Der kommt jetzt gerade von den Hustlern, ist der Einzige, der noch wach ist. Lass den eben rein. Und er, jo, ist gar kein Problem, ich bring den runter. Das war jetzt nicht, dass ich sage, ey, Rick, du bist oben am Tor, mach mal Tor auf. Ja, weil Rick einfach ein verlorener Mensch ist. So, ich respektiere... Was willst du mir sagen, Was, Wichser? Oh mein Gott. Hat irgendjemand auch so ein Problem oder was? Nope. So. Ja, aber mach ganz kurz, ne? Mach mal, wenn ich dir da irgendwie oder generell irgendjemandem zu nahe getreten bin, es tut mir mega leid, ja, aber ich habe manchmal eine große Fresse und will einfach irgendwas los. Rick hat das am meisten verdient, weil der Wichser bringt jeden um. Immer. Zurückfahren, gerade bei einer Tafelrunde, ist gar kein Problem. Aber dann sag auch vorher einfach, wie du gesagt hast, nur noch Sosa und Mahmud reden. Danach habe ich meine Fresse gehalten. Das ist auch wichtig für mich als Person, weil ich einfach jemand bin, der zu vielem einfach was sagen will, weißt du? Ja, dann aber alles gut, Mann, alles gut. Ich verstehe den Punkt, Mahmud. Ich verstehe ihn zu 100%, es tut mir leid. Das Problem ist halt, wenn wir mal ganz ehrlich reden, und damit greife ich jetzt niemanden an. Aber manchmal, Mahmud, das wirst du auch nachvollziehen können, manchmal ist es leider auch so, dass gewisse Leute, die auch die First Aid sind, oder die First Aid sind, weniger dazu beizutragen haben wie ein 20. Heißt jetzt nicht, dass es bei mir manchmal nicht auch der Fall ist, aber du weißt, was ich meine. 20 ist ein fähiger Mann. Und ich glaube ihm auch, dass wenn er sagt, er wollte Rick da gestern nicht bevormunden. Und ich glaube, du bist da auch ganz bei mir, richtig? Ja, ich bin da schon bei dir, aber schon mal, im Punkt war das wirklich anders. Rede bitte nicht mit, Olaf, bitte, tu mir den Eingefallen, rede bitte nicht mit Namen. Es ist wirklich unangenehm, weil irgendjemand fühlt sich immer angegriffen. Und ich finde es, weißt du, wie ich meine? Also es ist wirklich unangenehm für jemanden, der sich jetzt wirklich unterbewusst einfach angesprochen fühlt. Wieso? Aber es ging ja gerade um die Situation. Ich habe ja nicht die Namen. Ja, ich weiß, wie du auch meinst, aber ich finde es halt, weißt du, wäre ich in der Situation wie Rick jetzt zum Beispiel, wo ich sage, ja, ist ein bisschen komisch, dass jetzt ein Olaf zu mir sagt, ja, in 20 hat vielleicht was Wichtigeres zu sagen. Als nein, das hab ich nicht gesagt. Ich habe die Situation darauf bezogen allgemein und bin danach nochmal auf die gesonderte Situation, die angesprochen worden ist, okay, drauf eingegangen. Und ich habe es vor 10 Minuten gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf diese dicke Fresse hier immer und so. Und wenn wir sagen, wir stellen uns hier in eine Reihe auf und hier wird die Fresse gehalten und du sagst irgendwas und der Kasper tritt vor und muckt mich wieder an und ich sage zu ihm, soll ich zurückstellen und der muckt mir auf, das wird in Zukunft genau sein. Genau so laufe, dann wird derjenige einen Kopfschuss bekommen, egal wie lange ich ihn kenne. Wir müssen hier zwar Disziplin reinbekommen, ansonsten funktioniert das Ganze hier nicht. Das ist eine ganz einfache Sache, Digga. Ihr wollt Respekt von mir, kriegt ihr. Ich will Respekt von ihr, von euch. Das ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen, ganz einfache Sache. Okay, kann ich vielleicht jetzt meinen Punkt sagen? Ja, selbstverständlich. Okay, super. Also, ich fasse das mal kurz zusammen. Die Sache ist einfach nur, das wollte ich auch gerne die letzten Tage sagen. Das, was wir hier brauchen, ist eine klare Leadership-Struktur, an die sich alle halten. Und ich sage eine Sache, der Rang macht dich nicht zu einem Leader. Egal, also ich will die First Aids nicht disrespecten. Ich habe größten Respekt vor euch allen, auch vor den Leuten, die vermeintlich einen Rang unter mir sind. Ich habe vor jedem Einzelnen Respekt. Die Sache ist aber, im Leadership geht es darum, leading by example. Das heißt also, da hast du vollkommen recht.
deine Leute machen genau das nach, was du machst. Das heißt, wenn du am Ende des Tages jemand bist, der rumrennt und rumschreit und im Endeffekt rumtrollt, auch in solchen Situationen wie jetzt, dann wird es immer wieder einzelne Personen geben, die sich das von dir abgucken und das danach machen. Und das ist das Problem. Ja, deswegen wird jetzt auch durchgegriffen. Ich verstehe dich auch, warum du da jetzt versuchst, etwas härter durchzugreifen. Die Sache ist aber, vielleicht um ein bisschen, sag ich mal, deine Situation etwas zu erleichtern, und das ist jetzt nur ein Vorschlag, ist, dass du vielleicht anfängst, als Abi etwas zu delegieren. Das heißt also, dass du einfach gewissen Leuten in dieser Familie bestimmte Aufgabenbereiche gibst, für die nur die zuständig sind. Zum Beispiel auch gerade auch, wenn es darum geht, wenn neue Personen eingehen. Wir werden jetzt unsere Struktur weiter aufbauen. Aber dafür, da hast du vollkommen recht. Ja. Dafür, dass du, ja, das ist jetzt eine Erleichterung für dich und gerade auch für die anderen First Aids. Ich glaube, du wirst das Problem haben, wenn wir jetzt, sagen wir mal, 10 neue Leute dazu bekommen. Die 10 neue Leute, wen werden sie als erstes fragen? Vielleicht die Person, die sie reingeholt hat, aber in erster Linie dich und Marcel. Warum? Weil ihr die Abis seid. Und ja, was vielleicht dir die Aufgabe etwas einfacher macht, ist, auch wenn wir eine Gang sind oder eine Bruderschaft, ich weiß tatsächlich nicht, wie wir das genau formulieren sollen hier in unserem Fall, aber vielleicht wäre es gut, wenn du dann zum Beispiel einen Ausbilder hast. Ja? Und dieser Ausbilder ist die Bindung zwischen den neuen Informanten und dir. Das heißt also, wenn Informanten eine Frage haben, gehen sie erst nicht zu dir oder Marcel, das ist denen auch dann nicht gewährt in dem Fall, sondern in erster Linie gehen sie dann zu dem Ausbilder. Und wenn der Ausbilder die Antwort auf die Frage nicht hat, geht der dann im Grunde genommen zu dir oder zu Marcel. Dadurch habt ihr eine einfache Kommunikationsleiter. Ja, so. Da bin ich ganz bei dir. Stimme ich dir 100% zu. Weißt du, also ich will mich da jetzt nicht in Anführungszeichen für rechtfertigen für euch, aber ich will es euch nochmal kurz erklären. Wir haben ja das Ding gegründet als Gang, als gewissen Spaßfaktor. Und. Yes, einfach Magic Mike. Das ist einfach eine Katze, ja. 10 Leben. Also ich sag ehrlich, Astaghfirullah, was passiert hier gerade? Das Ding ist, Medic ist jetzt abgezogen. Jetzt, wenn wir Medic wieder rufen, ich muss das jetzt. Darf ich das? Warte. Ich hab mit den Medics geredet. Ich schreibe einen Dispatch, falls er wieder da ist. Erledigt das bitte einfach. Okay, aber was wolltest du jetzt sagen, Olaf? Ja, am besten, er tut so, als wäre er tot. Ich wollte sagen, wir haben hier so viele spezielle Charakter. Und für mich war immer so, hier auf dem Hof kann man Spaß machen. Man kann sich ein bisschen boxen, beleidigen. Mir war wichtig, sobald wir die Ausfahrt da hinten verlassen, dieser Spaß hier auf dem Hof bleibt. Und wir da auf den Straßen seriös rüberkommen. Das hat nicht funktioniert. Und deswegen müssen wir hier was ändern. Ansonsten wird das so nicht hinhauen. Denn dieses Gespräch ist zwar hier wichtig, aber wir haben keine Lust, alle das jeden Tag fünfmal zu haben. Richtig. Und das ersparst du dir einfach auch, wenn du einfach nur etwas delegierst. Weil, ich sag mal so, es gibt ein paar Kandidaten hier, die sehr, sehr viel Erfahrung haben, gerade auch von anderen Städten oder Inseln. Uwe ist zum Beispiel so ein Kandidat. Mahmoud ist so einer. Chito ist so einer. Die wissen ganz genau, wie das läuft. Die Sache ist einfach nur, du musst es auch nicht mal Ausbilder nennen. Du musst es auch nicht für jemanden, der sich um die Geschäfte vielleicht kümmert, um Business Deals oder whatever, oder um die Kommunikation dahinter, den musst du auch nicht Geschäftsführer nennen. Aber es ist einfach jemand, der dann diesen Aufgabenbereich erfüllt. Mhm. Wie wir das am Ende nennen, ist am Ende dir überlassen. Bewegt euch alle nochmal ganz kurz. Ich sag dir ehrlich, Bruder, sag mir bitte die Nummer von dieser Dreifitte, wo sich wie die auch. Und Mama. Könnt ihr mich Digga, findest du es jetzt witzig gerade, oder was? Nein, ich will die wirklich. Congrats. Kann mich jemand abknallen, Bruder? Naja, damals in den 90s haben wir die alle so getragen. Digga, rüber. Ist quasi richtig lustig die ganze Zeit. Ich hatte so Bock, halt gerade. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Lass ihn hier in den Tarot. Ich hab den Medics geschrieben. Bring ihn hoch zum Tor. Bring ihn hoch zum Tor, Digga. Lass ihn lieber hier, vielleicht, ich weiß nicht. Nee, bring ihn hoch zum Tor. Diese drei Tote. West Virginia. Und Mama. Okay. Wir haben alles gesagt, ich werde mir Gedanken machen und das in Kürze verkünden, wie was hier geändert wird. Okay, Jungs. Alright. Alles gut. Können wir. Alles gut. Ja. Okay. Olaf beendet.
Alles gut. Ist beendet. Ist jetzt wieder Spaß angesagt? Easy, Jungs. Haut rein, jetzt kannst du 69 mit Uwe machen. Ja, Mann. Luisa, hast du noch etwas Fleisch da? Ey, geh, ja, komm her. Was willst du? Ich denke, Mann, dass du darüber einen Witze machst. Das ist doch kein Witz, ey. Digga, warum nehme ich jetzt Verbandskasten? Ich wollte einen Döner. Hauptsache jeder redet, jeder hat verschiedene Meinungen und Monte sagt am Ende zu jedem, fühle ich zu 100%. Bei jedem einfach. Wie gesagt, Jungs, haut rein. Schönen Abend euch, ja? Ciao, ciao. Gute Nacht. Ciao, gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Twenty, bist du noch da? Uwe, Digga. Mahmoud, wo bist du? Ich bin hier am Anwesen. Vorm Anwesen, beim Tor. Okay. Komm her. Hergetragen, Cousin. Ah, okay. Oh, mein Rücken. Ja, was soll ich sagen? Ich werde alt. 19 Jahre alt schon. Weißt du? Hey Jungs, kann mich der Krankenhaus abholen, Mann? Ja, was gibt's, Tussa? Was mir Breitenberg holen? Steig auf. Oder? Der schickt mir wieder so ein Foto. Da macht die ganze Zeit. Ruf ihn mal an. Oder der hat mir gerade ein Foto geschickt von Friedhof. Da drauf steht Alex Atesch tot am 2010 oder so. Jetzt schau dir mal. Der liegt auf, Bruder. Der hat mich weggedrückt. Der hat mich weggedrückt. Ey Bruder, ich glaube, ich gehe jetzt kurz andere Stadt, Bruder, ja. Hast du gehört? Kannst du mich anwesend bringen? Jetzt andere Stadt? Ja, aber arabische und türkische Stadt gehe ich ein bisschen. Echt jetzt? Ja, ich gehe ein bisschen da, Bruder. Ist, glaube ich, lustiger, weil hier läuft eh nichts gerade. Ja, ich war auch am Überlegen. Breitengelb sagt, ich bin gerade in wichtigen Gespräch. Bruder, Zivi, kannst du hier eh nichts machen. Scheiß auf diesen Chief Smoke, Bruder. Aber probier, besser als dass du nichts machst, weißt du? Ich überlege allein ein paar Cops abzuknallen. Echt? Ja, yeah. Echt? Ja, yeah, bist du doch da dabei, oder was? Natürlich, dann bin ich dabei. Komm, jalla rein, jalla. Einfach so jetzt, oder was? Ja, yeah, ja, yeah, und dann sagen das Dings. Ja? Dann sagen wir, weil das Leben der Geiseln euch nichts wert, weil die nicht gekommen sind, ne? Ja, ja. Okay, komm. Wollen wir zivil machen, ja, ne? Ja, ja, natürlich. Das ist mit Nemo, Rick, ich bin auf Olaf, wenn er Bock hat. Danke dir, Bruder. Ja, yeah, gib mir. Uwe, bist du Kleidungsladen? Hä, warum? Also ja, natürlich. Also aus welchem Grund? Justin spendet 5 Euro. Ja, ich bin gerade im Kleidungsladen. Neue Fraktionskleidung, 3 Wörterhose und Birkenstocks. Sehr gerne. Das wird sein. Danke dir für deinen 5 Euro. Bin ich euch ehrlich? Weil dann denken die sich warm und knallen uns irgendwelche Zauber. Hallo, Falter, da kriegst du auch. Ich geh Slaven-Cousin. Ihr wisst aber schon, dass Cops abballern, Zivi-Leute dabei sein müssen. Es bringt nichts, wenn ihr euch umzieht. Meinst du? Jungs. Weiß ich. Aber stimmt auch. Ja, Cousin? Ich geh Slaven, ich geh jetzt von Sachen träumen, wie zum Beispiel Uhren im Wert von 5,5 Straßen.
Okay, Mann. Viel Spaß. Gute Nacht, schlafen, gut singen. Also, wenn ihr Zivi-Action machen wollt, müsst ihr auch mindestens einen Zivilist noch dabei haben. Ansonsten zählt es nicht als, als Zivi-Action. Sergin, ist Sergin da? Ich weiß nicht. Immer der wenn sowas da, ist Sergin. Ja. Bruder, wie sollst du sonst was machen? Das ist der einzige Zivi. Meine Finger, Jungs, willst du dabei sein, also Bruder? Ich sag euch ganz ehrlich, Jungs, wenn ich mit euch offen reden kann von dem Gespräch eben, ich glaube, das wird nicht funktionieren, Digga. Was? Da, alles mit der Fraktion. Ich glaube, das ist eine zu große Bürde. Mit dieser dazu sind wir zu viele Freigeister, zu viele Straßenleute. Ja, aber wir müssen ja auch alle nochmal lernen, wie das ist, in der Fraktion zu sein. Das dauert auch ein bisschen Zeit. Ja, natürlich, das stimmt schon, Digga. Aber, wie soll ich sagen? Bruder, ich bin ganz ehrlich, ich hätte dir eben dreimal in den Kopf schießen müssen. Allein schon für die Frage mit der Hose, Digga. Hätte ich dir eigentlich in den Kopf schießen müssen. Ich wollte doch wirklich die Nummer haben, hä? Ja, Digga, du bist ein Spinner. Schon alleine für die YouTube, für das YouTube-Video gucken auf deinem Handy. Bruder, ich konnte nicht mehr, es ging nicht mehr. Ich dann schwöre es. Dich doch ab, Digga. Ich funk 10-mal in den Funk. Ja, ich hab's vergessen. Ich musste schnell ausmachen. Mein Kopf, ich wäre sonst explodiert. Wirklich. Ja. Bruder, Wallah, keine Ahnung. Ja, ich kann dir nicht sagen. Du musst wissen, ob du das halten kannst oder nicht, weißt du? Ich kann es halten, aber dann muss ich mehr durchgreifen und Leute erschießen oder anschießen. Ja, mach doch. Dann mach doch. Du hast sprich dich mit Uwe ab, der hat Ahnung von so Scheiße. Ja. Also ehrlich, ja, aber, Uwe ist Ansprechpartner, finde ich. Aber darf ich euch eine Frage stellen? Natürlich. Die Rede ist von, wir wollen nicht als Hampelmann-Fraktion wahrgenommen werden, beziehungsweise mit Disziplin. Wie soll ich das denn versuchen umzusetzen, Digga, wenn ich in einem Gespräch bin, mit Abi und Vize-Abi und ich wirklich mir meinen Mund fusselig rede, Digga, und dann einfach nur pissig Hurensohn von der Seite kommt. Ja. Das Ding ist, wir müssen ja nicht mal auf die seriös auf die anderen wirken. Also finde ich auch, weiß nicht. Guck mal, wenn wir die am Ende ficken bei einer Schießerei oder bei einem Dings oder wenn wir heftiger oder über denen stehen, dann ist es ja noch so ein größerer Disrespekt, dass wir über denen stehen, wenn wir so eine Karottenbande sind. Ich war in einer Stadt, okay, und da gab es so eine Gruppe. Und die Gruppe, es waren einfach nur Bauern. Also es waren wirklich Bauern. Wie die geredet haben, Bruder, keiner hat die ernst genommen. Aber die haben einfach jeden gefickt, weißt du? Und am Ende, Bruder, das waren einfach so die krass, weißt du? Stell dir vor, irgendwelche Bauern ficken einfach so ein Kartell zum Beispiel. Das ist so, Bruder, das ist so, die müssen einfach verkaufen gehen, sag ich dir dann ehrlich. Ja, aber das Gespräch unten war gerade, dass wir seriös erscheinen wollen. Bei anderen Fraktionen. Bei anderen Leuten. Also wenn ihr das wollt, dann mache ich das, aber... Wie, wenn ihr das wollt, dann mache ich das? Ja, also wenn ihr sagt, okay, wir wollen auf andere Leute seriös wirken, dann versuche ich das. Nein, Bruder, ich sag dir ehrlich, bis einmal, als du in die Stadt reingefahren bist, weil dir unten was nicht gepasst hat, haben wir noch nie irgendwas gehabt, wo ich fand, dass du dich im Ton vergriffen hast, wenn wir mit anderen Leuten geredet haben. Du hast vielleicht auf deine Art gesagt, aber du hast nicht wahllos so beleidigt oder so, oder weißt du? Es war trotzdem, ja. Es war trotzdem noch ein Respekt in deinem Ton. Und das war ja das, was Uwe und Pepe, glaube ich, gerade angesprochen haben, dass andere uns nicht ernst nehmen, Marek, dass andere uns nicht ernst nehmen. Ich glaube aber nicht, dass andere uns nicht ernst nehmen. Ja, glaube ich nicht. Wer soll uns nicht ernst nehmen? Sag mal. Wer nimmt uns nicht ernst? Sag mal. Welche Fraktion nimmt uns nicht ernst? Keiner. Die nehmen uns zu 100% ernst, weil sie wissen, dass wir mit die besten Schützen haben. Zu 100%, ja, safe. Oder wir haben einige Leute hier erzählt, dass du gestern den Spitznamen Soße Schlaf bekommen hast. Ey. Oder soll ich dir sagen, was ich ihm für einen Spitznamen gestern gegeben habe? Sosa Stahl, Bruder. Der hat Eier gehabt vor diese Leute. Ich schwöre dir, Respekt, Bruder, da hättest du echt dabei sein müssen. Ja, aber haben wir so ein Gespräch. Schau mal, Bitcoin sagt einfach so vor jedem, ich nehme mir jetzt alle Waffenroute gehört mir und jede andere Drogenroute gehört jetzt auch mir. Hatte wir ein Problem damit? Alle sind ruhig, Bruder. Keiner sagt ein Wort. Dann ich meinte, ja, ich habe ein Problem damit. Und dann Sosa hat so weitergegangen, weißt du? Sosa wir waren die Einzigen, die da in diesem Riesengespräch geredet haben. Wir waren die Einzigen, die Eier gezeigt haben. Die anderen Fraktionen haben so die Fresse gehalten. Das hat sogar Bitcoin am Ende selber gesagt. Aber zum Thema nicht ernst nehmen. Wenn wir ernst genommen werden würden, also ich möchte nur noch mal Revue passieren lassen. Bis jetzt haben wir im Grunde als Fraktion noch nicht einen, und das wird meine Meinung bleiben, noch nicht einen heftigen Sieg gefeiert.
Die Schießerei bei dem Platz, wo zwei, drei Überlebende zum Schluss waren, okay. Aber letztendlich sind die Platz auf ihren Anwesen geblieben und wir sind abgehauen. Beim Kali haben wir uns gut geschlagen. Aber am Ende waren wir alle down. Ja, oder wurden mehr waren. Wiedergeholt. Und wir haben ja, ist ja egal. Wir hatten aber noch nie eine Schießerei, wo. Oder schau mal, Beispiel, schau mal. Wie viele Leute sind wir denn? Haben wir eine Schießerei oder gehabt, wo wir nein. alle standen und zum Schluss die anderen hochgeholt haben? Nein. Gegen die Clips, glaube ich, obwohl nee, das nee, war eine Aktion. Das war eine genau. Die Clips und die L-Teams haben uns auf unserem Anwesen mehrfach in den Arsch gefickt. Digga, du kannst das nicht vergleichen, weil das damals war und da war diese Bündniskacke. Es geht aber um die Gesamtsituation, Digga. Ernst nehmen und so. Aber schau mal, Bruder, damit du diesen Unterschied checkst, okay? Was ist mit den Hustlern? Die stehen immer in einer Reihe, die sind immer ruhig. Noch nie habe ich eine Beleidigung von deren Mund gehört. Mhm. Und trotzdem werden die gar nicht ernst genommen, Bruder. Verstehst du? Niemand. Also ich weiß nicht, irgendwer die ernst. Ich verstehe, was du meinst, natürlich. Ich verstehe, was du meinst. Ja, ich verstehe, was du meinst, 100%. Aber nur, wenn ich dann jetzt so überlege, nimmt das Kali-Kartell uns ernst? Ich habe das Gefühl nicht, Digga. Sie nehmen uns etwas weg, was uns eigentlich zusteht. Als ehemalige Bündnispartner von Artisch. Artisch fragt uns nicht mal. Ja, Bruder. Also befürchten sie auch wohl keine Rache. Bruder, du bist der Abi. Du musst dann sagen, ey, komm, wir ficken Artisch oder wir ficken jetzt Kali. Und Digga, dann haben ich war gestern weg. Nicht da, dann muss der Vize-Abi handeln. Ich kann doch nicht immer, Digga. Der war auch nicht da. Ja, Bruder, dann müssen wir halt was anderes machen. Dann brauchen wir halt noch einen dritten Vize-Abi und einen vierten Vize-Abi. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, aber guck mal, wenn ich jetzt zum Beispiel gestern Eigeninitiative, also so gehandelt hätte, dann und gesagt hätte, jo, wir ficken jetzt Artisch. Wärst du dann, hätte ich Angst gehabt, dass du nächstes Mal, wenn du aufwachst, dann einfach sauer auf mich bist. Mhm. Weißt du? Ja, das stimmt. Und dann ist es wohl, Bruder, du weißt, was gestern, wo ich war. Bruder, wenn ich jetzt mal so sagen kann, hey, Bruder, kannst du mal aus dem Raum gehen, bitte? Meinst du mich? Nein, Selgen war hinter dir. Ach so, ich hab mich nicht gesehen. Und was ist, wenn ich dich meine? Was wäre dann? Nee, ich frag mal, dann wäre ich gegangen. Ich meine, auf die Schule. Nein, ich meine Selgen, Digga. du weißt, wo ich gestern war, richtig? Ja. Yeah. Und ich sag mal so, Digga. Mein Handy-Akku, Digga, war nur alle, weil mein BA-Funk dauerhaft vibriert hat. Gestern war viel los, ich weiß. Aber was soll ich machen, Bruder? Ich bin nicht in Dortmund. Und wenn ich wusste nicht, dass Heris auch nicht da ist. Mhm. Wenn wir beide nicht da sind, dann muss sie jemand auch führen, Digga. Und ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich gestern da gewesen wäre, hätte ich Stress gemacht. Ihr wisst, ich bin immer sehr zurückhaltend, was Schießereien angeht. Aber wenn eine Schießerei am Start ist, dann habe ich auch Bock. Also wenn guten sinnvollen Grund hat, ja, genau, einen guten Grund. Und wenn Artisch, ohne mit uns zu reden, die Routen mit Kali teilt und uns damit das Messer in den Rücken steckt, obwohl auch, wenn nur für eine kurze Zeit, wir immer für die da waren und die immer für uns und die auf einmal das für jemand anderen machen, dann finde ich, das ist ein großer Snitch-Move. Also, oder wie seht ihr das? Nee, also ich zu dem Thema mit, wenn du und Marcel nicht da sind, deswegen habe ich auch zu den Jungs, wo wir da in der Laie waren, so und 20 und Burger und so die ganze Zeit lehnen. Ich habe denen danach gesagt, ey, also Burger, 20 meinte eigentlich mich mit, dass einer zu ihm gesagt hat, ey, lede mal nicht Soße und Mahmoud sollen lehnen. Ich habe zu ihm gesagt, ey, ihr seid jetzt alle leise, Soße und Mahmoud lehnen, weil, wie gesagt, die beiden Abis waren nicht da. Ich komme, also wir wissen alle, ich komme nicht so bedrohlich lieber. Soße und Mahmoud können das am besten, deswegen habe ich gesagt, die sollen einfach leise sein. Guten Abend. Und die machen lassen so. Also ich sag euch ganz ehrlich, ich habe schon fast das Bedürfnis, die gesamte Grundordnung komplett neu zu gestalten. Das heißt auch, alle Ränge, egal ob von den First Aid oder von denen, die jetzt schon sind, komplett nochmal neu zu strukturieren. Also mach, wie du willst. Wär sogar geil, würde ich sagen. Mhm. Ich finde, dass das First Aid ist, ist auch ein bisschen zu viel. Das ist wenn jeder so Chef, weißt du, acht Stück sind Chef, das ist ein bisschen echt viel. Wir haben so viel Potenzial, aber irgendwo ist der Knoten, Digga. Ich sag dir mal eine Sache. Das Ding ist, wir haben wirklich zwei Probleme. Bruder, erstens ist dieser Respekt unter. Bruder, jeder will sich halt überall mit dabei sein, überall einbringen. Wenige können einfach so wie Pepe einfach, die machen einfach das, was man sagt. Weißt du, was ich meine? Das erstens. Zweitens, viel zu viele reden.
Das ist ja das mit diesem Einbringen in Funk, in dies und das. Selbst wenn einer nicht mal was zum Reden hat, erfindet er irgendwas, dass er auch reden kann. So habe ich das Gefühl. Da hast du auch ein Problem. Und wir kassieren halt jedes Mal. Ne? Wie sollen wir Respekt bekommen, wenn wir immer verlieren, muss man ehrlich sagen. Ja. Wir haben uns gut geschlagen, das stimmt. Aber dieses auf dem Gegner draufstehen, auf ihn raufpissen, ihn hoch und die Waffe abnehmen, haben wir noch nicht gehabt. Digga, ja, das ist aber auch unmöglich. Bei dem Platz, wie wird das? Also für mich haben die Platz nicht gewonnen. Für mich haben die Platz nicht gewonnen, wenn die in ihrer scheiß Garage hocken, die ganze Zeit und da die ganze Zeit nur rauspicken, wie die größten Muschis der Welt. Für mich oder haben sie nicht haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Ja, wir haben ich auch. Wenn Mahmoud allein zweistellige Zahlen geholt hat, dann ich glaube, das ist... Wir haben an dem Abend gewonnen, aber den Tag danach verloren, weil sie weiter Drive-By auf uns gemacht haben. Ja, okay. Ja, das kann schon sein. Ist auch egal. Was wollt ihr jetzt machen? Ich habe alles gesagt. Also, was oder ich will jemand noch was von euch sagen? Ja, ich würde sagen, wir gehen die Liste durch, wir werfen viele raus. Ja, komm, lass jetzt machen. Wir gucken jetzt. Komm. Und dann noch... Ich hole uns einfach neue Leute, okay? Dann noch nichts an der Dings, an der Struktur an für sich. Ja. Wir gucken jetzt erstmal, wer hier. Okay. Und wir geben das Ganze nicht auf, Jungs. Wir kriegen das hin und wir schaffen das. Auch in Krisenzeiten, Jungs. So, also ich geb mal die Liste durch. Justin 20 ist klar. Also da gibt's nichts zu werfen. Cracky, ja, raus mit ihm. Nein, Spaß. Cracky auch nicht. Marek auch nicht, richtig? Richtig. Toni Richter, aka Voice Crack. Auch nicht. Paio Anostra, wer ist das nochmal? Burger. Das ist Burger. Was das ist auch immer ist, da. Der ist Arbeiter noch. Freddy Krüger. Ist sehr gut. Das der ist der morgens immer die Autos repairt. Ja, ja. Also ich würde dem definitiv auch eine Beförderung geben. Der ist aktuell Arbeiter. Ich würde ihm schon Lil OG geben, Digga. Der macht jeden Morgen die Autos voll. Der ist immer da, kümmert sich um alles, Digga. Ja. Richtig? Ja. Gut. Dann habe ich ihn befördert. Der ist zwar jetzt nicht da, aber das macht nichts. So. Dann haben wir noch Pepe, der ist noch Arbeiter. Also ich sage jetzt nochmal die wir haben. Pepe, Jimmy, Big Bang, Uwe Tyson, Maxwell und Oleg. Digga, Maxwell, wer ist Maxwell? Maxwell raus. Obwohl Oleg weiß ich nicht, ist er da? Ich ja, obwohl Oleg ist ganz selten. Gut, weg mit ihm. Okay, jetzt haben wir noch an Arbeitern Voice Track, der kann auch befördert werden. Der ist noch... Oh, Digga, diese komische Mitarbeiterliste hier. Ah, scheiß drauf, Digga. Ach, ja. Der ist Lil OG. Och, Bruder. Ja, und mit Beförderung und so, ich kann das jetzt noch machen, aber wenn wir das sowieso noch neu aufsetzen, na gut, egal. Damit die Jungs auch gutes Gewissen haben. Also wir haben noch drei, wir haben Arbeiter, Ton, also Voice Crack. Warum ist der jetzt nicht befördert, Digga? Was ist das für eine Scheiße? Wie viele Plätze haben wir eigentlich noch? Ich guck gleich. Wie lange, Sepp können wir doch heute morgen einstellen. Sepp und heute... Und Sergen. Sergen, genau. Sepp, Sergen, dann hole ich noch zwei, dann sind wir vier mehr. Und sobald die Tore öffnen, kommen noch zwei. Also wenn die zwei reinschaffen, Jungs, dann ist echt vorbei. Die will ich auch sehen, die Jungs von Mahmoud, die kenne ich auch. Adem und Asimbowe Bambate. Was sind das für Leute? Oh, das willst du gar nicht wissen, Mann. Asimbowe Bambate. Weißt du, was der mit den Leuten macht? Du weißt ja, von anderen Staaten kannst du die Leute auf Schulter nehmen, ne? Yeah. Er nimmt die auf Schulter, Bruder, und dann macht er den hier mit denen, wenn er mit denen fertig ist, Bruder. Und die sind dann auf seine Schulter, verstehst du? Also, wenn Asimbowe kommt, das wird witzig. 19 Leute haben wir. Wie viele dürfen wir? 30, ne? Ja,
Nee, 25. Nee, 30, aber 25 dürfen nur agieren, glaube ich. Also Oleg hat anscheinend irgendwie Kopfprobleme, aber dann soll er halt wiederkommen. Ja, ja. Wir brauchen andere Leute jetzt. Achso, warte mal noch mal ganz kurz. Boah, du wirst, glaube ich, Asimbo richtig lieben, Sosa. Ja, das ist genau so ein Fall für einen Sosa. Ja, ja, ja. Man nennt ihn auch Abu Jihad. Bruder, wenn er da wäre, wallah, hoch. Er war sogar gerade vorhin noch mit mir, Isko, ne, er hat mir eine Nachricht geschrieben. Wo, echt? Mhm, er hat mir eine Nachricht da gelassen. Okay, der soll kommen, Mann. Jo, der eine oder andere von euch sollte mal seinen Rang checken. Ja, ich bin Lilo G. Wie? Wie? Du bist ja, Lilo G. Du solltest gekündigt werden, Mann. Boah. Ach so, mein Fehler. Da war ein Fehler, da war ein Fehler. Ich bin endlich keine Verwandte. Ihr seid alles witzige Fixer, Mann. Hey, Uwe. Wurde endlich Zeit. Okay. So. Isko, Mahmoud, wo seid ihr? Sind die draußen? Ah, hier seid ihr. Komm her. Mahmoud. Ja. Ja, ich sag dir Bescheid. Digga, ich hab einen TikTok-Clip gesehen von Uwe. Ich bin gestorben bei dem Clip. Wirklich. Ja, was gibt's da? Wollen wir jetzt? Ah, Polizisten. Ja, lass mal jetzt irgendwas starten, Bruder. Nehmen wir mal Sergej mit. Wir brauchen es, genau. Warte, warte. Sergej, komm, geh mal zu Olaf von Dings. Sergen, komm her! Was geht ab? Wir gehen jetzt ein paar Polizisten abknallen. Yo! Hab du, ich bist eh nicht mehr, du bist dabei. Ich zeig dir gleich, Das seh ich nicht. Romulogismo und Alex, danke euch. Weil die uns gefickt haben. Bei einem Raubüberfall. Sie haben uns gefickt im Sinne, weil sie nicht vorbeigekommen sind. Nee, sie haben einfach das Leben der Geiseln ignoriert und jetzt ignorieren wir ihr Leben und töten die. Wenn die keinen Respekt vor den Geiseln haben, vor deren Leben, habe ich keinen Respekt. Aber wie ist das mit der Soßensituation, der Suppensituation, weil sie ja anscheinend eine dicke Suppe gekocht haben in der Zeit? Ist nee, das war schon vorher auch. Also du hättest eine Streife dahin schicken können, ist egal was ist. Ja, da muss sich jeder Schwanz dabei sein bei dieser Kackrazzia. Ey, du Schwanz, wie lange hast du noch Schwere? Boah, Fußfesseln habe ich noch 38 Minuten. Sicher? Okay. Dann lass dich noch ganz schnell ausnutzen. Ja, 38 Minuten noch. Dann lass dich noch schnell ausnutzen, ja, komm. Ja, wir brauchen ein Auto, komm. Ja, wieso wollt ihr mich ausnutzen wie so ein dreckigen Sack, hä? Weil wir einen Zivi brauchen, du Wichser. Was sagst du? Weil wir einen Zivi brauchen. Wieso braucht ihr einen Zivi? Ja, weil wir das als Zivis machen, du Vollidiot. Achso. Vex, danke für deine 8 Monate mit Prime. Aber Olaf, ich will noch mit dir später sprechen. Ey, warte mal, ihr Wichser. Was ist los? Yo. Hallo. Ja, warte, komm her. Ah. Ey, Mann, so begrüßt man sich in Frankreich, du Wichser. Ungebetetes Pack. Oh, komm her. Wofür war das? Für die Beförderung. Bei der nächsten kriege ich bei der nächsten Beförderung einen Blowjob? Wenn du willst. Alter. Geoutet hat Nico, danke für deine 5 Gifte. Wir brauchen ein Auto. Warum knutscht ihr jeden? Du hast 10.000 Importautos. Jalla hoch mit dir, mit deinem Arsch. Ich mach Bruder, ich fahr doch nicht mit meinem Privatauto und dann knall mit Bullen ab, Digga. Bruder, dann meld den als gestohlen. Dann lass doch mit Motorrädern fahren. Ja, genau. 4 Leute, 2 Motorräder. Ja. Wir sind 5. Ja, dann nehmen wir halt 3 Motorräder, du Affe. Ja. Mein Auto. Du Wichser! Isko, hast du Turbo angemacht oder was? Wow. Ja, Turbo. Danke dir, Nico. Kuss. Ey, ohne Springen.
Einer kann einsteigen. Was soll das wieder? Ey, ich hab aber einen. Warum? Für die Hosen. Für die Hosen sprich ja, du Wichser. Er war doch nicht stabil Hose. Olaf, du brauchst aber auch eine Flyzeitkleidung oder eine Dreiviertelhose, Mann. Wirklich, diese Dreiviertelhose. Er sah aus wie der größte Touri der Welt. Kopf. Wirklich. Fickt euch beide. Wohl dein Moped. Verpiss dich. Ey, Jungs, wisst ihr, was Sergej noch hat für ein Spielzeug? Der hat einfach Molotovs. Der hat einfach Molotovs. Wie? Molotovs, Bruder. Hast du noch ein Motorrad? Ja. Oder einfach Molotovs. Und darauf hätte ich richtig Bock. In welchem Radius blendet das so? Ist das gut? Ja, das ist schon sehr, sehr stark, ja. Oha, lass einfach Polizisten einen Laum und danach eine Molotov. Wie die einbrechen und dann einfach alles in Brand. Alles anzünden. Okay, kommt her, Jungs. Wie machen wir das? Keine Ahnung. Aber dann fahr ich mit Auto mit. Lass alle in Fahrt. Nein, wir haben doch Motorräder, Digga. Ja, warte. Wir haben doch Motorräder. Wir haben Motorräder. Ein Motorrad. Steigt aus einem Motorrad. Hört mir zu. Wir gehen alle in Funk 7. Wir gehen alle in Funk 6-6. Warte, ich melde mich kurz ab. 6-6 oder 6-6? Also, ich, Isco, Olaf, Nergen und Mahmoud sind in einem anderen Funk. Wir machen ein bisschen Zivi-Action. Ihr könnt auch runter, gerne machen. Achso, ja. Das ist nice, oder was? Ja, du musst schießen, Digga. Nur damit du Bescheid wisst. So, okay. Funkgerät. 6-6. So. Okay, wie machen wir das jetzt? Steck auf. Fahren wir zur Polizisten. Rumfahren und gucken. Und wenn ihr einen seht, dann sagt ihr Bescheid, wo ihr seid, okay? Okay. Wir verteilen uns ein bisschen. Jalla. Ja, eigentlich müsste ich noch meine Karabiner eintauschen. Ich habe nur eine Gusenberg und Revolver dabei. Ja, reicht doch. Ja, okay. Wann haben die denn euch stehen lassen? Was? Wann hat die Polizei euch stehen lassen, dass ihr sie jetzt so schepperniert? Eine halbe Stunde haben die uns stehen lassen. Ja, wann war das? Heute, keine Ahnung, 22 Uhr oder so. Da war doch die Razzia, oder nicht? Ja, aber Bruder, es kann doch nicht sein, dass alle Polizisten bei einer scheiß Razzia sind. Was ist das? Wir hatten 15 Geiseln, die haben einfach komplett 15 Geiseln auf 15 Geiseln geschissen. Ja, okay, das schon ist. Komm, kuscheln. Go play your fucking Beyblade and shut up. Komm, hier kuscheln. Wer ist das? Keine Ahnung. Platz, los. Sascha, danke für den Prime. Okay, Jungs, lass ein bisschen rumfahren, jalla. Wenn ihr irgendeinen Polizeiwagen seht, sagt Bescheid. Boah, Motorrad schon sehr, sehr gefährlich, aber ich vertraue dir. Ja, ich bin ein richtig guter Fahrer. Ey, sollen wir dann einfach direkt schießen, oder was? Nein, sag dir noch vorher, bevor du die erschießt. Warum? Ja, okay. Oh mein Gott! Und warum machen wir das? Wegen der Sache vorhin? Ja, yeah, wir sagen, ihr habt auf das Leben der Geiseln geschissen, also ist euer Leben auch nichts wert. Mm-hmm.
Ja, wo sind die denn? Seht ihr keine Cops, Mann? Ich sehe niemanden. Nee, Digga, ich sehe nicht mal ein Bullenwagen steht auf dem Gelände. Ich auch nicht. Ich bin komplett durch, kompletten Würfelpark durch. Ja, nicht so ungeduldig, dann werden die irgendwo anders sein. Check die Gegend, Digga. Ja, mach ich. Kann man bei ATC gucken. Ja, wollte ich gerade. Darf man hier durch? Oh. Gefährlich. Oh. Gefährlich, scheiße. Ja, wo sind die Wichser? New plant ever see you dog shit. Ey, Jungs, ich hab heute die Gerüchte gehört, dass das Casino auf ist. Wie? Wie gesagt, das Casino heute aufgemacht werden. Guck mal da. Ja, warte, ich fahr mal hin. Casino. Ich sehe einen Helikopter-Heli nur. Meinst du, das ist ein Kopfloser? Das ist ein Nein, das ist ein echt, okay. Der fliegt aber zum PD. Nur wenn den Helikopter nicht runterschießen können, wenn du willst. Nee, ja, guck mal, ob das Casino aufhaben. Unser Motorrad ist kaputt. Ja, ich gucke. Boah, Casino hat mich letztens durchgenommen, ey. Ich schau mal, ob ich leihen kann. Tot. Oder hier ist gar nichts. Tür ist geschlossen, man kommt nicht rein. Hier ist absolut gar nichts. Ja, normal wäre auch Sonnenwende, wenn es aufgemacht wird. Ja, stimmt. Wo sind die denn alle? Können wir nicht einen Dispatch leihen? Hier gibt es eine Schlägerei oder so beim Bacon. Aber oh, fahren wir zur Schneiderei, das sind die auch öfters. Stimmt. Nee, ich glaube, das darf man nicht. Oder ich weiß nicht, darf man das Dispatch schreiben und dann denkst du? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, dass es geht. Ich habe es mal gemacht, aber. Du kleiner Wichser, hast schon viel gemacht, Mann. Ich weiß es nicht. Aber wenn ihr welche anlocken wollt, dann halt so. Yo! Was war das denn? Verdammte Scheiße, Mann, was war das denn? Ich sag doch, ich bin Wurfbarer. Boah, ich hab keine Ahnung, wo können die denn sein? JVA könnten die noch sein? Keine Ahnung. Die kleinen 31er könnten noch bei Bitcoin sein. Kann gut sein, aber ich hab da vorhin auch einen gesehen. Ja, der fliegt hier über die Clips nur mit Licht an. Ist halt ein blauer Polizeiheli, nicht so ein schwarzer von dem Kopflosen. Ja, aber wie sollen wir den runterkriegen? Wo ist ein Helikopter? Ja, du musst ja vorher denen auch noch sagen, wofür sie sterben. Ja, das ist ja unmöglich. Einfach, ne? Oh, die Blattarmgeblade Besprechung mit den A-Teams auf deinem, in deinem Hut, habe ich gesehen. Bundeswehrgelände? Guck mal. Vielleicht machen die da wieder ein bisschen 69, wie immer. Da ist aber keine Pol.
Digga, wo sind die? Bundeswehr ist jedenfalls hier, aber wo ist die Polizei? Ist das Hort? Boah, ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich sehe keinen mit einer schwarzen.